Dieser Beef zwischen Bösemann und der Mafia 7 eskaliert ziemlich schnell. Denn anders als erwartet gibt es keine friedliche Lösung. Stattdessen werden nun seit Tagen Ansagen verteilt, bis irgendwann die Antwort kam. Denn Bösemann macht ein Angebot und da mag gleich eine Herausforderung daraus. Allerdings möchte der Stuttgarter Rapper mit seiner Reichweite keine Leute supporten, die im Umfeld von Sinanji sind. Immerhin lastet auf ihm noch der ganze Skandal mit der Zweijährigen. Deswegen gibt es kein Shakehands mit seinen Leuten und auch keinen offiziellen Kampf, wo Profit rausspringt. Allerdings hat Bösemann im neuesten Statement den ein oder anderen Satz nicht sagen sollen, denn die Mutter von Amar wird erwähnt und das ist für den Rapper eine rote Linie, die nicht überschritten werden soll. Aus dem Grund hagelt es jetzt Ansagen. Seitdem ist Amar nicht mehr zu bremsen. Er gibt sogar Bösemann Schutz. Keiner darf ihn anfassen, bis sie sich sehen, denn dieses Problem will er selbst beseitigen. Knallharte Worte von dem Rapper. Hier gibt es einen Ausschnitt, schaut es euch an. Guten Morgen, was geht ab, Cousins? Ich hoffe, euren Familien geht's gut. Als allererstes Dankeschön für die vielen Nachrichten und sorry für die, die ich noch nicht geöffnet habe. Es sind einfach viel zu viele. Tut mir bitte einen Gefallen bezüglich diesen bösen Mann, der gestern meine Mutter beleidigt hat. Egal wer den sieht, sprich den nicht an, schlag den nicht, mach den nicht fertig, damit der nicht sagt, ich habe den irgendwelche Leute geschickt oder. Das ist mein persönliches Problem. Bösemann, du hast Rücken von mir. Ich bin ab heute dein Rücken. Bis wir uns sehen, bin ich dein Schutz. Wenn du irgendwo Probleme hast mit Arabern, Mardellis oder Leuten, die dich wegen mir anmachen, ruf mich an, ich kläre das. Ich bin ab heute Bösemanns Rücken, bis ich dich erwische. Weil das ist eine Sache zwischen dir und zwischen mir. Da gibt's kein der oder das oder der kommt nicht. Wir werden uns sehen. Und egal mit wem du da stehst, du wirst dafür gerade stehen. Ja? Ich werde dich sowieso jetzt die Tage, alles was du in deinem Statement gezeigt hast, werde ich alles widerlegen. Mach dir keine Sorgen. Alles gut. Aber das ist eine andere Sache. Deswegen, Bösemann, keine Sorge. Amal passt auf dich auf. Du brauchst dich nicht zu sorgen. Leute, bitte, lasst ihn in Ruhe. Wenn ihr ihn irgendwo seht oder irgendwelche Cousins von mir den irgendwo sehen und ihr es nicht aushalten könnt, spuckt den in sein Gesicht. Kein Problem. Aber schlagt den keiner. Nimmt mir nicht mein Hack. Das ist mein Bösemann, ist mein Hack geworden. Ja? Bösemann, ich habe mehr Hack als Manuelsen auf Bösemann jetzt. Deswegen, ihr werdet sehen und warte ab. Du dachtest gestern, du hast ein Video gemacht, hast genau mein kopiert, hast genau alles chronologisch ab. Von meinem, so wie ich es mache, aber in Billigversion. Aber du hast eine Tür geöffnet, wodurch nicht gehen sollen. Hättest du einfach nicht meine Mutter beleidigt, dann wäre das alles noch auf einer respektvollen Ebene. Jetzt lösche ich dich aus. Jetzt nehme ich dich auf jeder Ebene auseinander. Internet, Straße, wenn du willst, auch Ring, was du willst. Ach ja, noch eine Sache. Das waren gestern ernste Angebote. Du bist doch ein Ehrenmann, der sein Gesicht nicht wegen Geld verliert. Und alles, was du sagst, ist doch nicht gelogen. Ich werde mir hier, wir machen eine Wette. Ja, wir machen das vor den Leuten im Internet mit Beweise, was du willst. Wenn ich nicht widerlegen kann, dass du lügst, Wallah al-Azim, tätowiere ich mir hier Bösemann. Genau hierhin, so groß. Aber wenn ich es widerlege, sagst du nie wieder, dass du ein Albaner bist und machst den albanischen Adler von deiner Brust oder wo du den tätowiert hast weg, ja? Alleine aus Respekt und Liebe meinen albanischen Brüdern gegenüber tue ich den Gefallen. Ich will kein Geld. Ich will auch nicht, dass du dein Instagram löscht. Nix. Ich will, dass du nie wieder sagst, dass du ein Albaner bist und ich will, dass du den albanischen Adler wegtätowierst, du Ehrenmann. Nimm diese Wette an. Und die zweite Wette, komm, wir gehen einen Drogentest machen. Wir geben beide Haare, wir geben beide Speichel ab, so dass das Monate zurückzuführen ist. 50.000 Euro beim Notar, du gegen mich, du kleiner. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über die neueste Ansage von Amar und glaubt ihr, dass Bösemann darauf reagieren wird? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.